Ach, hier sind wir. Ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ach so. Psst. Komm, Gorilla, mach Platz. Danke. Hi. Kann ich dir was bringen? Nein, Claire. Nicht jetzt. Ich hab schon eine Flasche, danke. Hast du was vergessen? Ja, eigentlich habe ich hier nichts vergessen. Ich nehm die Sachen hier aus dem Restaurant und verkauf's einfach weiter an Claire. Beste, das ich machen kann. Hinterm Schrank war etwas versteckt. What the fuck? Anscheinend war ich hier schon mal. Zumindest ist deine Kiste offen. Hey, ich bin doch da gerade. Ach, hier rein. Hey, Alter, hör mal. Ich hab da was für dich. Ein schnelles Geschäft. Interesse? Dann sag an, was hast du denn? Okay, schieß los. Bleib nett unterwegs, verstehst du? Dabei habe ich eine interessante Annonce entdeckt. Mhm. Sag nichts, lass mich raten. Potenzverstärker? Oder ein Mr. Stud, billig und wie neu. Ich bin ein seriöser Mensch, wie. Deshalb interessieren mich auch nur seriöse Angelegenheiten. Jemand verkauft ein Grimoire. Eine Ausgabe von vor dem ersten Netzzusammenbruch. Du kennst dich ja aus. Weißt, wie viel so eine Software kosten kann und wie viel sie dir einbringen könnte. Echt? Ich soll dir das Teil klauen, oder? Nee, du musst das verdammte Ding nicht klauen. Nur kaufen. Ich zahl dir das Doppelte. Du schickst mich zum Einkaufen los? Soll ich noch einen Kasten Nicola und Algenchips mitbringen? Denk doch mal nach, wie. Da will jemand eine absolute Rarität abgeben. Wer ist bereit, sowas zu machen? Jemand Abgebranntes wie. Und solche Desperados haben eine unangenehme Seite. Sind unberechenbar. Ein falsches Wort und sie ziehen die Knarre. Darum musst du den Verkäufer treffen. Du würdest damit fertig werden. Kein Problem. Okay, mach ich. Machen wir erstmal. Ja, yeah, klasse, Mann. Ich schick dir die Infos zum Verkäufer. Viel Glück bei der Transaktion. Okay. Danke. Hi Gunther, moin. Karre kann ruhig auf der Straße stehen bleiben. Interessiert eh keinen. Alter, Verwalter. Du siehst mich. Ja. Komm mal rein, ich hab alles im Blick, bla 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 bla. Das Grimoire, hast du's? Ja, hab ich. Es ist an einem sicheren Ort. Du willst die Koordinaten? Dann will ich mein Geld sehen. Ohne Scheiß, ich bring dich um. Das ist kein Scherz. Verdammt, das stinkt 10 Meilen gegen den Wind. Aber okay. Ich glaub dir mal. Du wirst es nicht bereuen. Hoffentlich nicht. Sonst bereust du es nämlich. Darauf kannst du Gift nehmen. Hab dir eben die Koordinaten geschickt. Mhm. Mal sehen. Mhm. Wo sind denn die Koordinaten? Hallo? Ich konnte doch gerade noch hier dran, oder nicht? Ohne Scheiß, ich töte dich, wenn du mich anlügst. Ich laufe sofort wieder nach oben. Ist kein Scherz. Was ist das denn jetzt eigentlich? Na, hier kann man runterspringen. Fick doch die Wand an. Zetatec XPR. Der muss ja
50 Jahre alt sein. Mindestens. Ich hatte einen, weißt du? War damals der geilste Scheiß. Okay, also doch was Gutes. Öffne das Splittermenü. Oh nein, wir müssen was entschlüsseln. Ob ich das schaffe? Splittermenü. Nee, warte mal, bevor wir runterscrollen, ja, können wir ja... Ich komm weg mit euch hier. Die ganzen Neuzugänge hier. Literatur, sonstige Broschüren. Nee. Hier haben wir's. Oh Gott. Was soll ich und... warte mal, ich geh zuerst... Warte mal. Bin ich ja. So. Hinweis an alle Agenten von Team Black. Operation Condon wird aufgrund eines Sicherheitsverstoßes der Kategorie A umgehend ausgesetzt. Die Teams Blue und Orange werden sofort abgezogen. Team Alpha Black hat Befehle, sich zum Evakuierungspunkt zurückzuziehen. Code 8 Bravo. Bewaffnete Verbündete liefern Feuerschutz für die Evakuierung. Team Alpha Black wurde darüber informiert, dass die Terminierungsprotokolle im Fall von Verletzungen und Gefangenennahme genehmigt sind. Okay. Das war's. Ach, das war was anderes. Oh Gott. Das war was anderes. Ich habe das Falsche gemacht. Das heißt, dann ist es das hier. Hacken. Ach du Scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man das schaffen? Ja, wenigstens etwas. Ja, komm, das will ich jetzt auch nicht durchlesen. So, das haben wir geschafft. Nice. Hi, Madam. Was gibt's hier so? Irgendwo. Alles, was du begehrst. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier kann man Klamotten kaufen. Okay, die sind ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen besser. Ne, hier kann man die Sachen kaufen, das finde ich schon mal nice. So, aber hier, Junk verkaufen, hier. 3000, kannst du haben. Ob ich die auch ausrauben kann? So. Wie ist es für Rogue zu arbeiten? Ist okay. Das war's? Nur okay? Wenn du was über Rogue wissen willst, frag sie. Sie wird sich bestimmt freuen. Hey, von einem Netrunner zum anderen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, gern doch. Wenn Rogue dich cool findet, tue ich das auch. Ach, cool. Ich kann dir ein paar Tricks aus der Bartmus-Ära verkaufen. Rage Bartmus? Der Bartmus? Du verarscht mich doch. Bevor er verschwunden ist, hat er in den finstersten Ecken des Netz ein paar Procs deponiert. Gute Eisbrecher. Ich habe gehört, er war paranoid. Irgendeine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Wer weiß. Aber ich konnte ein paar Bartmus-Relikte ausgraben. Hier, ich zeig sie dir. Ach, dann zeig mal her. Quicke Komponente. So, was haben wir denn hier? Nicht tödlich überhitzen. Löst beim Zielen Brennen aus und verursacht höhere Schaden. Das ist natürlich geil, ne?
Cyberware-Störung. Nee, ich glaube, ich hole mir mal sowas. Was ist das hier? Ach, das gibt's umsonst sogar. Danke. Hast du meine Eddies? Und? Hast du das Grimoire? Wie ich schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag. Alles deins. Was war das? Herr Schnücker, ich habe gesagt, dir auch noch frohe Feiertage. Schöne Festtage. Genieß die Zeit. So, ich könnte noch 2 Punkte verteilen. Die Frage ist eigentlich, was ist hier Max-Level? Ich glaube, ich gehe mal da 2 Level hoch. Passt schon. Jetzt kann ich wenigstens mit ihm talken. Ja, Moment mal. Nicht so schnell. Das Tablet ist viel mehr wert. Ich weiß das und du weißt es auch. Mag sein. Oh, aber bitte. Ich habe dir ein Angebot gemacht und du hast es angenommen. Jeder Vertrag kann für nichtig erklärt werden, wenn eine der Parteien in übler Absicht gehandelt hat. Bam. Okay, wie du meinst. Hiermit erhältst du einen Bonus. War nett, Geschäfte mit dir zu machen. 16.000. Wie? Ein gut gemeinter Rat. Zieh nicht solche Scheiße mit mir ab. Wirklich. Naja, du hast trotzdem bezahlt. Also, Klappe da. Ich habe für das Ding 7.000 noch was bezahlt und habe einfach mal 16.000 dazu bekommen. Darf ich nicht? Schade. Ja? Es spielt keine Rolle, was du ihm sagst. Oder was du tust oder tun willst. Du kannst nichts ändern. Was? Wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du bist. Das sind diese komischen... Wir wissen, was du suchst. Du spielst mit dem Feuer. Verbrenn dich bloß nicht. Das sind die Leute, die das Gedächtnis der anderen manipulieren. Fuck! Da wurde ich gerade gehackt, Alter. Ach, Schnücker, alles gut, alles gut. Wie? Der Basilisk ist fertig. Lust auf eine Spritztour? Ja. Klar, bin bald da. Verdammt, wie? Er ist genial! Ich kann's hören. Hallo, wie? Alter Falter, das ist. Ist echt eine krasse Maschine. So, aber hier, ich muss kurz. Wir müssen reden. Ja, ich weiß. Elizabeth hat es mir erzählt. War wohl eine gute Entscheidung, dich anzuheuern. Elizabeth, was genau hat sie dir denn gesagt? Naja, nur dass SSI uns für diesen Schweinehund Holt ausspioniert hat. Aber du hast noch mehr, oder? Du musst es wissen, Alter. SSI arbeitet nicht für Holt. Kann nicht anders. Steckt viel tiefer in der Scheiße. Was heißt das? Sie sind in euren Köpfen, Jefferson. Von dir und Elizabeth. Moment, soll das eines dieser neuen Sprichwörter sein? Nein. Irre Träume, verlorene Erinnerungen. All das liegt nicht nur an Stress und wenig Schlaf. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber das hört sich gar nicht gut an. Wach endlich auf! Dein Hirn ist mehr durcheinander als der Wühltisch einer BD-Pornoabsteige. Ich bezahle dich nicht fürs Orakeln. Was willst du mir sagen? Boah, ohne Scheiß, ich hatte gleich... SSI handelt für eine unbekannte Organisation, die eure Leben kontrollieren möchte.
Weißt du von dem Geheimraum in eurem Apartment? Sag mir alles. Die horten darin Tech, das glaubst du nicht. Diese Leute wissen alles über dich und deine Frau. Sie beobachten jeden Schritt. Jemand programmiert dich und deine Frau. Das ist ja wie in einem Holoflick. Ich habe eure Gehirnscans gesehen. Sie verändern eure neuralen Verbindungen. Das ist kein Film, Jeff. Sie machen das schon seit einer Weile. Sie ändern eure Erinnerungen, eure Wünsche und Überzeugungen. Unmöglich. Wie konnte ich das nicht bemerken? Selbst deinen Erinnerungen kannst du nicht mehr trauen. Kann ich dann überhaupt noch wissen, was echt ist und was nicht? Warte, der Einbrecher! Ich muss ihn finden! Glaub mir, du wirst ihn nie finden. Erst finde ich ihn und dann die, die hinter all dem stecken. Ich zeig diesen Hurensöhnen, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Meinst du das ernst? Wie willst du das machen? Wie willst du gegen jemanden gewinnen, der deine Gedanken lesen kann? Der dir deine Gedanken vorgibt? Es muss einen Weg geben. Sorry, aber er überlebt einen Eiswürfel im Hochofen. Mein Gott. Ich muss es Liz sagen. Ich weiß es schon längst. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Du hast genug für uns getan, Vi. Jetzt müssen wir abwarten. Deine Frau weiß alles. Liz? Aber... Sie hat es rausgefunden. Elizabeth? Nein. Sie hätte doch etwas gesagt. Sie hatte Angst um dein Leben. Und das eurer Tochter. Verständlich. Nein. Sie hat noch nie etwas von mir verborgen und sie lässt sich keine Angst machen. Ein anonymer Anrufer hat sie bedroht und sie hat getan, was man von einer First Lady erwarten würde. Sie hat die Familie beschützt. Diese Schweine, dafür werden sie büßen. Ja, aber schnell, ne? Was jetzt? Kandidierst du immer noch? Auf jeden Fall. So leicht gibt sich Jefferson Pedales nicht geschlagen. Ich warte auf meine Gelegenheit und dann schlage ich zu. Ist es nicht das, was Sie wollen? Ich gebe Ihnen mehr, als Sie wollen. Das gilt auch für deine Belohnung. Pass auf dich auf, Vi. Viel Glück. Und schlaf gut. Und? Was sagst du? Ich bezweifle, dass Menschen hinter all dem stecken. Also Aliens? Sehr witzig. Du bist zu jung, aber früher hat man von freien KIs gesprochen, die im Cyberspace hausen. Was? Also, keine Aliens? Völlig egal was. Fakt ist, dass Jefferson bereit ist, es mit ihnen aufzunehmen. Guter Typ. Jo, guten Abend. Du hast eine Überweisung halt von nichts. Danke nochmal. Ja, bitte sehr. Guck mal, hier unten ist voll der riesige Park, Alter. Den habe ich noch nie, den habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Mal gucken, da wird bestimmt so die ein oder andere Mission bestimmt noch stattfinden. So, wir gehen jetzt Richtung Panam. Ne? Julie hat sich bisher noch nicht gemeldet. Warte mal. Oh, da ist ein Einsatz. Ja, ich komme runter.
So. Schade. Kam leider zu spät. Die eine Person musste leider dran glauben. Hm. Mein Beileid. Danke. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann würdest du das Teil zu dem verdammten Raketenschiff machen, ich weiß. Alter, das ist übelster Panzer. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Okay. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will? Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Nice. Also, da gehen wir rein, definitiv. Von oben, seitlich, von hinten? Wie gehe ich denn hier rein? Von vorn? Hä, wie steige ich denn hier ein? Von oben. Ah, okay, doch richtig gedacht. Alter, jetzt. Mach sie bequem. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Geiler Scheiß. Fuck. Verdammt. Ist er vorhin bei den anderen angesprungen? Vielleicht solltest du... Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Drück einfach hier auf ein paar rote Knöpfe und alles gut. Vielleicht findest du irgendwo ein Grün. Ah, guck mal hier, siehst du jetzt? Ha, geht doch! Ist bequem hier drin, ne? Ist nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Ach du, das reicht. Was? Was sagst du? Nee, wir können fliegen. Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was, keine Knöpfe, Tasten oder Blinkedinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay. Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Okay. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Darf ich das Ding auch mal bewegen, oder? Ist jetzt immer noch Autopilot. Okay. So sollte es gehen. Okay. Jetzt dürfen wir fahren. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht ihr nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Okay. I'm ready. Panam, sag mal, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden.
Siehst du? Oha. Oha. Okay, langsam raff ich, was du meintest. Wärm dich auf. Keine Angst, ich komme weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Geschmeidig wie ein Boot. Mhm. Der gleitet über alle Hubbel. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Links. Sehr gut. Weiter so. Und jetzt sagt sie rechts wahrscheinlich, oder? Rechts. Ja, genau so geht das. Rechts. Ausgezeichnet. Jetzt lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Oh Junge, also schnell umdrehen kann sich das Ding. Auf diese Wracks. Volltreffer! Gut! Die fahren nirgendwo mehr hin. Okay, genug geübt. Wie? Weißt du noch, was ich über Impulse gesagt habe? Mhm. Dann halt dich fest. Oh, oh, sie kommt. Oh! Was ist los? Hab mich verlinkt. Unsere Nervensysteme sind jetzt verbunden. Klar. Oh Gott. Das Piloten agieren in Harmonie. Oh Gott, wir machen jetzt. Vielleicht deshalb alles doppelt. Sensorische Rückkopplung. Unsere Systeme sind ineinander verschlungen. Ist das jetzt. Willst du's? Mal probieren? Ich hab gedacht, wir sind jetzt bei Pacific Rim. Aber jetzt sind wir gerade bei Avatar gelandet. Wir haben unsere Haare zusammen gemacht und haben jetzt. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich gerne. Spürst du das? Ja. Wow. Wie konzentriert man sich im Kampf bei sowas? Ist sicher nicht immer so intensiv. Was ist hiermit? What the fuck? Haben wir jetzt hier Cybersex oder was? What the fuck? Was zum? Scheiße! Oh, fuck! Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Das sind Braten! Deine ganze Horde ist bereit zum Kämpfen! Verdammt! Ich hab gedacht, ich hab. Diese Bastarde! Mach ja? Zensiert. Wir fahren direkt What zum Lager. The fuck? Die Familie braucht uns. Ich dachte, ich hab zensiert an. Cyberpunk. Mann. Also zum Anfang hin war ja noch alles okay, ne? Aber danach? Mann. Da hab ich aber Cyberpunk gerade so ein bisschen unsicher gemacht. Ich war. Das war gerade, ja. Schnücker, glaube mir, die unzensierte Version, die darfst du nicht spielen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ne, aber da hat man nur Nippelblitzer gesehen, mein Gott. Ne? Und jetzt ist wieder zensiert, ja. Mal gucken, steigen wir nackt aus? Ey, tut mir leid, also wir hatten gerade...
Wir waren gerade sehr intim und weißt du, dann kommen da solche Dudes an und ruinieren diese ganze Phase. Mann. So, aber jetzt schnell die Sachen klauen hier. Aber trotzdem, ich habe im Endeffekt habe ich den zensierten Modus drin. Doch dieser zensierte Modus ist nicht gleich der zensierte Modus, sondern eher so, ja, gewisse Sachen können wir nicht zensieren, so, ne? Das fand ich gerade so ein bisschen... Das fand ich nicht so gut. Naja, meiner... Oh. Nee, ich habe eben nichts an. Ich bin nackt. Wieso ist meiner ausgezogen? Nee, warte mal, habe ich nicht eine neue? Doch, hier. Jetzt die Frage, wie ist sie eigentlich gekleidet? Ist sie jetzt auch nackt da draußen oder was ist da los? Oh, herrlich. Oh, yeah. Ach, guck mal hier. Wir haben bessere Schuhe gefunden. Ja, aber trotzdem, also irgendwie. Also. Oder es. Ah, warte mal, ich muss so kurz das gucken. Ich finde das immer noch übelst witzig, ne? Weißt du, du bist dir zu 100% sicher. Ja, komm. Wir haben einen zensierten Modus an. Da kann nichts passieren. Mach einfach. Hm. Scheiße, was? Am Update lag das wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Das war 1 Gigabyte, war das. Alter, wie viele das waren. Kann ich Kofferraum öffnen? Ja, natürlich. Na, schade. Ja, aber auf was für eine Konsole möchtest du das Spiel eigentlich holen? Okay, hier gibt es keinen Kofferraum mehr. Auf dem Laptop. Ich hoffe, du hast einen sehr, sehr guten Laptop. Einen sehr, sehr guten. Sehr, sehr guten. So, Panam. Ach, du bist wieder angezogen. Panam, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Oh Mann. Ein interessanter Tag. Ja. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst du auf die Aldecaldus zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Wie viele haben wir umgelegt? Niemand an der Bar. Finde ich gut. Bier? Limonade? Ein Bier für mich. Na ja. Auf Happy Ends. Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Mir auch. Hm. Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns.
Würde ich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Scheiße. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke darüber nach. Versprochen.